Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man den Spiegel von der seitlichen Perspektive betrachtet verwenden kann. Falls du das erste Video, die Benutzung vom Spiegel von der Frontalperspektive, noch nicht gesehen hast, der Link ist da. So, bitte schau das Video und dieses zusammen, das ist wichtig. So, das erste, was man wunderbar sehen kann beim Spiegel, ist der Rücken. Wie gerade ist mein Rücken? So wie du siehst, ich habe da ein Hohlkreuz. Mein Rücken ist nicht ganz gerade und so ist die Drehung schwieriger. So, um meinen Rücken gerade zu bekommen, bewege ich mein Becken nach hinten, aber ohne meine Beine zu bewegen. So wie ich das hinkriege, ich lege meine Hand auf mein Bein und halte mein Bein ganz fest und bewege mein Becken hin und her, bis ich zufrieden bin, bis ich meinen Rücken so gerade wie möglich bekommen kann. Und dann bin ich wirklich viel freier. Und dann kann man sehen, ob man zu sehr sitzt. Das sehe ich sehr oft bei Golfern, dass der Hintern zu weit hinten ist und das blockiert sehr. So bitte wirklich immer das Hüftgelenk oberhalb von Knöchel bekommen. Und dann kann man ziemlich schnell merken, ob man zu weit weg vom Ball steht oder ob man die Arme zu nah hat. Es gibt nicht eine Entfernung. Jeder steht anders am Ball. Ich finde Balance sehr wichtig. Was ich mit meinen Schülern tue, du kannst es vielleicht mit deinem Golfpartner tun. Nimm den Stand ein, so wie du es immer tust, und dann lass deinen Golfpartner dich nach vorne schubsen, oder er soll es versuchen, und dann nach hinten. Und dann wirst du schnell merken, wie weit vorne oder hinten du sein solltest. Weil Gleichgewicht beim Stand wird dir gute Chancen geben, Gleichgewicht während des Schwunges zu haben. Beim Ausholen kann man gut sehen, ob der Schläger auf der Ebene ist, ob die Hände zu weit weg vom Körper gekommen sind oder ob man zu flach ist und zu viel Unterarmrotation verwendet hat. So, ich finde diese Position richtig. Hände sind oberhalb der Fußlinie und der Schlägerkopf ist leicht vor der Fußlinie. Wenn ich den Start richtig hinbekomme, ist der Rest des Aufschwungs gar nicht so schwierig. Alles, was ich von hier brauche, ist meine Handgelenke abzuwinkeln, während ich mich drehe, und dann komme ich in eine schöne, gelegte, auf der Ebene Endposition. Das Winkeln bekomme ich so hin. Einfach Daumen hoch. Okay, jetzt schauen wir das Ende des Rückschwunges an. So, die Hände wollen wir relativ hoch haben, so ein bisschen oberhalb der rechten Schulter. Von hier kann man gut sehen, ob das Blatt stimmt. Wenn ich möchte ein bisschen vom Blatt sehen können, von meiner Perspektive. Wenn wir so sind, ist das Blatt zu offen, der Ball wird slicen und wir werden kompensieren müssen. Wenn das Blatt so ist, ist es zu geschlossen und von da kommen natürlich die Hooks. Was man auch gut von hier sehen kann, ist der Handrücken. Wir wollen, dass der relativ gerade ist und nicht zu gebeugt. Außerdem ist es wichtig, dass die rechte Gesäßhälfte ausgesteckt ist, während der Kopf vorne ist. Dafür kann man gut einen Stuhl verwenden. So, ganz dicht am Stuhl stehen, ausholen und wirklich das Gefühl haben, dass dein rechter Po gegen die Wand oder gegen den Stuhl kommt. Und wie gesagt, Kopf vorne. Okay, den Stuhl lassen wir hier, weil der wird ganz wichtig für Impact sein. Aber bevor wir das tun, fangen wir mit dem Start des Abschwunges an. Während wir uns drehen, müssen wir sehen, dass der Schaftwinkel bleibt oder leicht absenkt. Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass der Schläger steil wird. So, Hände runter und Schaftwinkel beibehalten. Wir können auch sehen, ob das Blatt
gerade bleibt. Wir wollen nicht, dass die Schlaglöcher sich öffnet. So, wenn man diese Bewegung hinbekommt, ist es möglich und notwendig, sich richtig zu drehen. So, schauen wir jetzt Impact an. So, während ich mich in Zeitlupe drehe und unten im Treffmoment anhalten, möchte man sehen, ob man seinen Hintern sehen kann. Das ist notwendig. Das heißt, dass wir uns richtig gedreht haben. Linke Bein sollte gestreckt sein und der Kopf sollte immer noch vorne sein. Und wichtig, die linke Gesäßhälfte soll jetzt wieder gegen den Stuhl kommen. So, jetzt im Treffmoment ist mein Körper ganz offen. Vor allem mein Bauch und Brust. Um die letzte wichtige Position zu trainieren, werde ich mich jetzt umdrehen. Ich mache meinen Schwung und ich stoppe gleich nach dem Treffen des Balles. Okay, jetzt ist es notwendig, dass du den Schaft vor der Fußlinie siehst, dass du die Arme schön lang siehst und dass der Körper, Bauch, Brust voll aufgedreht ist. Das linke Bein ist jetzt voll gestreckt. Nur das ist so entscheidend, weil man möchte, dass der Release hier endet und nicht am Ball. Es ist aber nur möglich, den Release da zu ändern, wenn ich mich richtig rotiere. So produziere ich richtige Geschwindigkeit. Wir wollen immer noch, dass der Kopf vorne ist. Und das bitte sehr viel trainieren. So, das ist das Training vor dem Spiegel. Seitlich, aber bitte schau mal auch das Video, wo ich frontal übe. Heute ist der 30. Dezember. Das war ein Jahr. Ich freue mich auf ein ganz, ganz anderes und sehr positives 2021. Ich wünsche dir wirklich trotz allem einen guten Rutsch. Und in der ersten Januarwoche werde ich einen Trainingsplan veröffentlichen. Einen 6-wöchigen Trainingsplan für die Winterzeit. So, bitte schau bei Von Hortry Golf wieder vorbei. Tschüss.